beide sitzen ja schon so ein bisschen auf Kohlen, wo er, denke ich mal, gut in der Zeit liegen. Ich würde vielleicht ganz herzlich nochmal den KSB-Vorsitzenden, Herrn Franke, begrüßen, hier bei uns auf der Tennisanlage, der sich so ein bisschen nochmal informieren möchte, denke ich mal. Sagt vielleicht auch nochmal das ein oder andere Wort. Und natürlich auch den René Senneschmidt, der hier als KSV-Vorsitzender auch vor Ort ist und natürlich genauso ein Interesse hat an den Spielen und den ganzen Siegerehrungen, die ja jetzt stattfinden. Vielleicht wollen Sie noch ein paar Worte sagen. Ja. Du, gut. Also unter Sport dann immer. Nee, ich bin das erste Mal heute hier auf dieser Tennisanlage. Stimmt, ich war gestern bei strömendem Regen schon mal hier und ihr habt wirklich Glück gehabt. Ein tolles Wetter zu den Kinder- und Jugendspielen, die wir als Kreis in der Altmark durchführen, damit gerade ihr, und da spreche ich wirklich die Jüngsten an, die Chance habt, euch im Wettbewerb, im Vergleich, im Wettkampf zu stellen, zu gucken, wer ist der Bessere, wer hat gut trainiert, wer kann seinen Gegner im Wettkampf besiegen. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, dass wir im Kreis, hier im Altmarkkreis, solche Kinder- und Jugendspiele noch durchführen. In anderen Kreisen ist das nicht so, muss ich auch mal dazu sagen. Und es wird in allen Sportarten geführt. Und gerade im Tennisbereich, wo wir doch traditionell im Gardelegen, aber auch in anderen Städten ja schon seit vielen, wie hat es vorhin gesagt, seit wann? Im Gardelegen Tennis gespielt wird. 1861 haben wir eine erste 61, also da haben alle noch nicht gelebt, dass wir solche traditionellen Sportarten noch erhalten können. Wir brauchen, ob das jetzt mal die Erwachsenen, natürlich unsere Kinder, unsere Jugendlichen, dass sie so eine Sportart, die was für Kraft tut, für Schnelligkeit, für Reaktionsvermögen. Den dritten Platz, der Juri Franz. Eine junge Dame. Die 12. Nochmal ein Foto. Dankeschön. Thank you.